Ja, ja, warte, komm, komm. Mich hat er gestern auch geschlagen, Alter. Ich hab, er hat mir einfach so eine Bombe gegeben. Aber ich hab den dann auch. Ich hab auf zurück, zurückgeschlagen, alles cool. It was at this moment. Jetzt wird auch immer das gefilmt. Das juckt doch hier keinen mehr. Okay. Ich will noch die Story wissen. Ja, also der war halt so Hacke, hat mir als sein Freund eine Bombe gegeben und mich 5 Minuten später dann auch umarmt so. Ja, ist sein Freund. Safe. Nein, safe. Alter, das kommt in das scheiß Video rein. Lieber safe. Ansage an safe. Das ist nicht cool, was du da gemacht hast. Ey, Digga. Digga, was geht? Safe. War das cringy? Cringe! Verfolgst du YouTube-Trends so ein bisschen? Dann kann es nämlich sein, dass du schon kennst. Mäßig. Also. Also jetzt nicht täglich. Es ist halt die Frage, wie groß das jetzt ist, ne? Ich bin ein gottverdammter Rohdiamant, wie Pacino in den 70s. Das ist der Grund, warum ich Welle schieb. Voila, ich betäube mich mit Tennessee. Und trotzdem treffe ich deinen Kopf, wenn ich auf dein Candy schieß. Doch, ich würde jetzt erstmal hier erste Eindrücke. Ja, kannst geben, du? Oder? Es geht schon auf jeden Fall in die Richtung, die ich selber hören würde. Mhm. Bloß, dass der Beat halt so pseudo-deep gemacht ist, obwohl der Text halt so stunny ist. Schwarzmatt AMG, bitte liegen im Bett so. Mhm. Also der Sound ist nice so, ja, aber so die Schiene ist halt ein bisschen falsch gefahren. You can react however you want to, but you need to say enough, so we know, okay, why does he think that way, you know what I mean? Zum Ficken fehlt dir die Energy, Dicker, denn du lebst nicht im Ghetto, guck wie beten für better days. Grün, Geld, Lila, Geld, so wie Ghetto Rap. Geht's schon mal, ne? It's a nice melody. You have a punchline, but I don't know why there's inside Bushido. Name is Samra or something. Yeah, okay, I can explain. Samra is the artist of the song, as you can see and as you can hear, but Bushido produced the song. Bushido is the full producer of the song. Just the song, the video is someone else. Yeah. Did you understand some of the lyrics? Yeah, I do understand. Because I listen a lot to Bushido. Yeah. Ah, okay, so you like Bushido? Yeah, too much. Wow, wow. He rap and it makes sense, you know. Yeah. He said things like about the lyrics, it's deep and he's telling some stories. And He said things also about the streets and life story and stuff about finanzamt and all this kind of stuff. So do you know some songs from Bushido? Yeah, I know some songs like It's Tut Mir Leid. Yeah, and there's a new song from him that is Papa. When I come to Germany, I try to search some songs. Yeah. You know, because I like to pack. So I see. And the Samra, I don't want to interrupt you, but Samra is called like the German Tupac because his flow is very similar to. Yeah, that's why I said he have a punchlines. Yeah. Yeah, because he flow and the intro, outro, everything is on point. Also Jungs, pass auf, ich zeige euch jetzt ein Video. Ihr könnt reagieren, wie ihr wollt. Ihr könnt auch an einer bestimmten Stelle sagen, so stopp, ist nicht mein Ding oder geht einfach. Ne? Aber ich will halt wissen, was ihr davon haltet. So. Mach das alles für die Family. Überfall auf Duri, heute mit. Jo, also, ich geh schon mal. Also, was sagt ihr schon mal zum Video selbst so? Sieht voll krass. Gut gemacht worden. Also, schöne Hunde dabei. Schönes Auto. Gute Mannschaft. War das gerade Barcelona? Gute Mannschaft. Aber Barcelona hat zwar verloren gegen, aber. Real ist am besten. Real, scheiße. Ja. Liverpool. Ey, Digga, komm mal in das YouTube-Video rein, Digga. Komm mal her, Abu. Salam, Jungs. Salam. Was ist denn? 11.09. Jungs, bleib beim Thema. Ja, ich. Worum geht's denn? Ey, komm mal rein. Das Thema Samra Rohdiamant. Habt ihr das schon gehört? Das, ja, Rohdiamant. Ey, das Lied ist Baba, Digga. Also, diese melancholischen Beats sind wie Bushido-Zeit, Digga. Wie Bushido. Schild mal kurz eure Lage. Bushido war der einzige Rapper, der so mit seinen Beats alleine schon gefühlt hat. Weißt du, und Samras Stimme, die passt perfekt. Perfekt. Ja. Also wirklich allein der Anfang vom Beat, Gänsehaut. Jede Dinger, seit ich 13 bin, war kein Einzelkind, musste ein paar Steine bringen. Und deswegen krieg ich Rap, bin bei dick im Geschäft. Und wenn wir quitten bei mir, Bitches im Bett, denn ich bin ein gottverdammter Rohdiamant. Also ich muss sagen, ich mag seine Musik, die haben Bedeutung. Was ich nicht so schön finde, ist halt das mit den ordinären Wörtern nur. Also meine Kinder bestehen total auf Bushido. Und angenommen mal, die laufen, die singen. Ja. Und dann gibt es die älteren Menschen, die das dann hören. Und dann sagen die, oh, was ist denn das für eine Erziehung?
Obwohl es ist nur der Song, die singen ja nur. Rap ist so. Ja, ist so, aber... Das ist genau der Punkt, ja. Ja, aber ich sage dazu meine Meinung. Ist Musikstraße. Ja, ist Straßenmusik. Hat er recht, ja. Ja. Aber gefällt mir. Mir gefällt es auch, ist sehr schön. Genau. War auch ein Albaner mit meinem Adler, sowieso ja. Gefällt mir. Ich kenne eine aggressive Melodie, ist eher eine ruhige Melodie, deswegen ist es ein deutlicher Unterschied, aber vom Songtext her ist es eigentlich nie viel anders als die anderen. Das ist nicht so übertrieben wie bei SpongeBob. Also, das ist ja. So niedlich, Alter, wie letztlich. So. Das ist unser Kameramann und der hat gerade zu tun. Hallo. Warte mal, mach das weg einmal. Ich heiße Sophie. Sophie, ah, freut mich, dich kennenzulernen, Sophie. Und ich habe auch Geburtstag. Wann hast du Geburtstag? Aber ich habe heute Geburtstag. Oh, gratuliere. Glückwunsch. Hey, sie hat Geburtstag. Alex, Alex. Ja. Birthday, Liebe. Weißt du, was wir hier machen? Ja. Und was machen wir hier? Wir sprechen und wir machen ein Foto. Ja, so ähnlich. Viele Fotos auf einmal. Weißt du, also kennst du YouTube? Weißt du, was YouTube ist? Ja. Ja, was ist YouTube? YouTube kann so machen und gucken. Ja, das stimmt. Kannst du so hier? Ob ich das kann? Warte. Bitte Neo in den 70s. Das ist der Grund, warum ich Welle schieb. Guck, ich mach das alles für die Family. Überfall auf Touris heute Mittag an der Eastside Gallery. Fresh. Wie? Jetzt schon? Ja, wie lange hast du geguckt? Eine Minute? Jetzt schon? Ja, das ist safe geil. Weil ich real bin, jetzt LMA. Zieh ich Messer wie eine Metzger Academy. Ich geh rauf, all black wie ein Gospelchor. Sie beschatten mich, was haben diese Fotzen vor? Also ich muss sagen, jetzt bin ich gespannt. Es ist sehr kritische Musik. Das ist sehr diplomatisch ausgedrückt. Und wenn ich jetzt früh aufstehe und ich höre solche kritische Musik, habe ich schwer in den Tag zu gehen. Was wolltest du noch mal wissen? Wir wollten nur fragen, warum seid ihr hier? Also wegen Musik oder sowas fragt ihr, oder? Also wir suchen neue Pornodarsteller. Okay. Die besonders viel Schwung in der Hüfte haben. Okay. Und ab und zu die Frau so ein bisschen an den Haaren ziehen. So. Echt? Kannst du das? Na klar kann ich. Kannst du es zeigen?